Womit wir uns auseinandersetzen, wenn wir als Seelen auf die andere Seite zurückkehren, in unsere Seelenheimat? Möchtest du wissen, wie es deiner ersten Zeit nach dem Hinübergehen für die Seele weitergeht? Dann schau dieses Video. Mein Name ist Bettina Sowiroda. Ich bin Medium, Autorin und spirituelle Lehrerin. Ich begleite Menschen auf ihren Wegen hin zu ihren spirituellen Wurzeln, hin zu ihren außersinnlichen Wahrnehmungen und natürlich auch diese neu zu entdecken und zu kultivieren. Gut, ich hoffe, dass dir dieses Video gefällt und dass du auch jetzt wieder jede Menge Neues für dich wieder lernen kannst. Wenn wir unseren Körper verlassen haben, dann kommen wir auf eine Ebene, die ist der irdischen Ebene sehr, sehr angepasst. Das heißt, wir haben eine Ebene, die, ja, wie soll ich das sagen, die viel, viel farbenprächtiger ist. Es gibt Landschaften, es gibt verschiedene, stell dir das ein bisschen wie Disneyland vor, das sind wie verschiedene Themenparks, wo wir eben halt nach unseren Neigungen und auch nach unseren irdischen Erfahrungen erstmal wie eine Anpassungsphase haben, wo wir uns als Seelen heimisch fühlen können. Das heißt, wo wir als Seele wieder ja, uns regenerieren können von den Erfahrungen, die wir hier auf der Erde gemacht haben. Dazu gehört natürlich auch die Auseinandersetzung, weil erinnere dich, in einem der vorherigen Videos haben wir über den Spickzettel gesprochen, wir haben über die Aufgaben gesprochen, die wir mit in dieses Leben hineinnehmen. Wir schauen uns dann in einem ganz, ganz speziellen Raum, der gestern, heute und Zukunft beinhaltet, schauen wir uns unsere Leben an. Nicht nur das abgelaufene Leben, sondern wir sehen die Leben in einem großen Zusammenhang. Wie sieht dieser Raum aus? Dieser Raum ist bei fast allen ist er identisch. Und zwar ist das ein großer, runder Raum und da sind quasi wie einzelne, ja wie soll ich das sagen, wie Bewusstseinsschnipsel, in die man quasi wie hineingeht und man durchlebt. Man durchlebt einzelne Stationen des Lebens noch einmal. Das sind prägnante Stationen, wo wir uns mit unserem, mit unseren Aufgaben auseinandersetzen. Habe ich genug geliebt? Habe ich mich selbst geliebt? Habe ich andere so lieben können? War ich geduldig? Oder wem habe ich wehgetan? Wem habe ich geschadet? Oder noch viel, viel schlimmer, was hat das bei dem anderen ausgelöst? Wie habe ich den Lebensweg des anderen dadurch beeinflusst? Ich kann aus eigener Erfahrung gar nicht dir sagen, das ist ein sehr, sehr unangenehmer Raum. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr schöner Raum, weil ich meine, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sich eher dann die Dinge anschauen und dann sich betrachten und sagen, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und dafür gibt's deinen Geistführer, es gibt ein Team, das nennt sich Ältestenrat. Und auch die stehen wieder für gestern, für heute und für morgen. Das sind meistens drei. Manchmal hat man auch mehr, aber geh erstmal von diesen dreien aus und die betrachten dich doch mit einer gehörigen Portion von Humor und sie zeigen dir auch, dass du vielleicht da vielleicht etwas Schlechtes gemacht hast, aber dass du vielleicht an einer anderen Stelle etwas besonders Positives gemacht hast und das hat dann dafür gesorgt, dass dann wieder ein Gleichgewicht entstanden ist. Aber, und das kann ich dir sagen, wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich habe mich schon einmal in diesem Raum schon einmal aufgehalten. Es ist sehr, sehr unangenehm, wenn du eben halt etwas siehst, was du getan hast, wo du einen anderen wirklich, ja, ich sag mal, emotional geschadet hast oder vielleicht sogar körperlich. Jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der ja jemand anderen geschlagen hat oder ihm irgendwas Böses angetan hat. Und du siehst es dann nicht nur aus deiner Perspektive, sondern du siehst es auch aus der Perspektive desjenigen, dem du das zugefügt hast. Nicht schön. Aber was kannst du dann tun? Dieses Leben hier auf der Erde ist abgeschlossen. Und da kommt etwas ganz, ganz Wunderbares von der geistigen Welt. Oder das, was wir da erfahren dürfen. Und deshalb haben wir auch den Zugang zwischen den verschiedenen Ebenen. Deshalb haben wir den Zugang zwischen Seelenheimat und der irdischen Ebene. Das heißt also, wir bekommen eine Möglichkeit,
das Leben eines anderen positiv zu beeinflussen. Wir bekommen eine Möglichkeit der Wiedergutmachung. Wir bekommen Möglichkeiten, positive Dinge in das Leben desjenigen hineinzugeben, dem wir etwas Negatives angetan haben. Oder wir haben dann auch die Möglichkeit, uns ein Medium zu suchen. Also glaubt nicht, dass Medium von den Trauernden eigentlich ausgesucht wird, sondern es wird von den Seelen von der anderen Seite ausgesucht, die dieses Medium dann speziell aussuchen und dann quasi ins Rennen schicken, um ihre Botschaft zu übergeben. Und ganz, ganz oft bedeuten diese Botschaften Trost, Heilung und Verbindung. Nämlich die Verbindung zwischen zwei Seelen, die sich eigentlich lieben, wo es aber auf der Erde so viele Missverständnisse gegeben hat. Ich greife mal ein bisschen mal in die kirchliche Ecke rein. Erinnerst du dich an den Turmbau zu Babel, wo wir alle unsere Sprache verloren haben oder beziehungsweise die einheitliche Sprache, die ich als Telepathie bezeichne? Wir sprechen alle in unterschiedlichen Zungen, also das heißt in unterschiedlichen Sprachen. Und leider ist auch die Kommunikation zwischen uns Menschen auch so oft missverständlich. Wir meinen, dass wir jemanden lieben, aber das, was ankommt, ist etwas komplett anderes. Und das ist das, womit sich die Seelen also in der ersten Zeit auf der anderen Seite beschäftigen. In wirklich ganz, ganz seltenen Fällen, und ich muss sagen, das ist extrem selten, war ein Leben hier auf der Erde derartig traumatisch, dass eine Seele erstmal nur wirklich wie in eine Art Rohrraum reingeschickt wird. Aber das ist ein ganz, ganz seltener Vorgang und das ist meistens dann auch, wenn verschiedene Leben eben halt in dieser Form abgelaufen sind, damit die Seele einfach auch wie Abstand gewinnt eben halt von der eigentlichen Aufgabe. Wer begleitet uns bei all diesen Fragen, bei all diesen Unterstützungen? Nun, das sind die Geistführer. Und die Geistführer haben wir nicht nur, wenn wir auf der anderen Seite sind. Sie sind auch unsere Lehrer und Heiler und unsere Unterstützer und die uns mit bedingungsloser Liebe hier auf der Erde begleiten. Aber dazu erfährst du dann noch mehr im nächsten Video.